Die Sache mit Z-Max. Können wir noch mal rein? Sollen wir noch mal rein? Vorab einmal, Z-Max hat sich in seinem neuesten Video echt gebessert. Ich finde es gut, dass Z-Max sich jetzt mehr Mühe gibt. Vielleicht wird das ja das letzte Video zu Z-Max. Mir sind trotzdem ein paar Dinge negativ aufgefallen und diese werde ich jetzt zeigen. Okay. Schon mal gute Ansage an der Stelle. In dieser Folge behandeln wir ein Video ganz ausführlich. Es geht um sein neuestes Video. Endlich, wir wandern in dieses Land aus. Okay, alles klar. Da haben wir ja schon mehrfach drauf reagiert. Ich schaue es mir trotzdem nochmal an. In diesem Video passieren sehr viele Dinge, die fragwürdig sind. Wir erinnern uns ja an diese Aussage von Z-Max. Ich bin mir sicher, dass ihr die Videos feiern werdet, weil sie werden authentischer. Ihr lernt den richtigen Simi kennen. Ich will einfach nur sagen, dass ich Eieieiei. selber nicht stolz drauf bin, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass die Videos ab 1. März richtig geil sein werden. Dann schauen wir mal. Also erstens, am 1. März kam von Z-Max kein Video, es kam erst am 2. März. Das habe ich ja auch gesagt. Er ist so groß geworden, wir müssen euch gleich mal die Tasche zeigen, wo Taro rein muss. Also Leute, seht ihr den größten Unterschied? Sehr, Dankeschön. Hier muss Taro rein, damit er mitfliegen kann. Leute, wir haben extra für 3K eine Kamera mit richtig geilem Stativ und allem und allgemein Objektiv, Mikrofon geholt. Ja, daran wurde gedacht. Das einzig Nervige ist auf der Straße so Maskenpflicht. Aber das. Kann man sagen, Chat, kann man sagen, dass wir für den Hype, den Z-Max gerade wieder hat, mitverantwortlich sind? Seht ihr das so? Dass er. Ja, findet ihr? Ja, durch die Reacts wahrscheinlich halt, ne? Ja, leider. Das ist sowieso nur zur eigenen Sicherheit. Ja, deswegen, das juckt mich nicht. A few moments later. Hier ist immer so viel los, auch während der Corona-Phase. Auf der Straße so Maskenpflicht. So, aber es ist einfach so cool, Mann. Die Leute sind so cool. Die Omi ist auch so cool. Die Leute sind hier sogar so cool. Die beschweren sich nicht, wenn du filmst, Ja, sondern sie die hat sagen, das gesagt, ist richtig cool. cool. A few mo Alles cool. moments later. Taro, verdammt nochmal, mach es. Jetzt kommt die Szene, wo wir uns alle drüber aufregen. Verdammt nochmal, mach es. Und wie sieht die Wurst aus? Du bekommst, Pick. nein, du bekommst 100 € von mir, wenn du das auf einen Menschen wirfst. Auf ein Nein. Auto. Komm, wir werfen. Wir laufen weg. Elli! Hilfst du? Ich hab getroffen. Ich schwör, ich hab getroffen. Ja! Also als Dank, dass die Menschen so cool sind, bewirft man sie einfach mit Hundescheiße? Ja, das haben wir ja schon ausführlichst. Das haben wir ja schon ausführlichst durch Chat. Das haben wir schon ausführlichst durch das Video. Leute, erst. Ich glaube, kein Konzept stellt einfach nochmal die Sachen hier raus, die ich schon gesagt habe. Die Straftat wurde schon mal begangen. Einfach Wagen abgezogen. Film mal. Und wir haben einfach einen Einkaufswagen abgezogen. Ich weiß nicht, ob man es vorhin so gut gehört hat. Morgen kommt die Ru nee, Haustour. Oh Mann! Ja, wir sagen auch immer noch Roomtour, Wohnungstour. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Ja, und die Roomtour kam halt wieder nicht. Ja, könnte man natürlich jetzt sich drüber aufregen. Ist jetzt halt die Frage. Ich meine, er hat ja danach einen Vlog gemacht, der ganz adäquat gewesen ist tatsächlich. Vielleicht möchte er wirklich diese Haustour so ein bisschen besser vorbereiten. Ich zitiere ganz kurz den Verlauf, den ich heute mit einem gewissen Influencer namens Marcel Eris hatte. Ich fragte: Kann ich bitte meine Pokémon-Karten haben, Marcel? Er schreibt, welche Karten? Ist so die, die du mir gezogen hast, den Booster. Ich schreibe zurückgeschrieben, einfach gescammt von einem Millionär zum anderen. Er schreibt nur zurück, Millionen Schulden. Ich schreibe zurück und 820 € Schulden bei mir. Und glaub mir, ich habe keine Connections, bin ein Lauch und ich habe einen echt mittelmäßig guten Anwalt, aber ich habe mal was geklaut und deine Bücher gelesen. Marcel antwortet: Lutsch Z-Max seinen Schwanz. Danach habe ich nochmal geschrieben: Kann ich bitte meine Pokémon-Karten? Er schreibt okay. Danach habe ich nur gesagt, danke Marcel Eresmann. Also ich glaube, dass das sogar mittlerweile bei Monte natürlich angekommen ist, dass wir beide da eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Aber Marcel, ich musste hier an der Stelle, kann ich dir nicht entgegenkommen, ich werde Z-Max Schwanz nicht lutschen. Er hat ja auch gesagt in seiner DM, dass
meine Frisur aussieht wie Simons Schwanz, wie Simex, wie sein eigener Schwanz, das, also, dann würde ich mich selber sacken. Weiß ich nicht. Ist das der Cousin von Tommy? Ja, ja, genau, so ein Streamer, der hat jetzt auch angefangen zu streamen. Ja, wie dem auch sei, glaube ich, dass wir mit keinem Konzept unmittelbar irgendwie dafür verantwortlich sind, dass Simex diese Aufrufzahlen hat, die ihm auch gegönnt sind. Ich will jetzt nur hoffen, dass er das jetzt irgendwie besser ausbaut und vielleicht nimmt er das Ganze ja zum Anlass und ja, macht daraus irgendwie was Sinnvolles und macht so einen Vlog, wie wir ihn gestern gebracht haben. Man weiß es nicht. Sich selbst schlucken ist schwierig. Ja, Digga, ich hab mich schon selber in den Arsch gesteckt, Alter. Mehr muss da nicht passieren. Am 2. März hat Simex folgende Instagram-Story gepostet. Bro, was hat der für Haare? Was ist das? Gut, das habe ich jetzt wieder nicht mitbekommen. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Vor allem, wenn es um Aussehen oder irgendwelche privaten Probleme geht. Ja, da ist er wieder, das widersprechende Lost. Denision ist lost, dankeschön. Da ist er, der sich widersprechende Boss, wieder an der Stelle gewesen. Ja, Digga. Lost, absolut lost. Da hat er halt wieder nicht nachgedacht, ne? Auf der anderen Seite wird bei so einem Simex das ja auch wieder auf eine Goldwaage gelegt. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sage, Mickey, du siehst aus, wenn ich Mickey zum Beispiel fett zeichne oder Max sage, du bist fett oder Romata, du bist hässlich, dann weiß auch jeder, dass ich das als Joke meine. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie dieser Shorty, ich kenne den gar nicht, und Simex Verbindung ist. Wenn die halt wirklich Beef haben, Digga, dann ist das natürlich was ganz anderes und dann ist das natürlich als Front zu verstehen, der zu verurteilen ist, klar. An dem Tag gab es auch einen kleinen Vorfall zwischen Revi und Simex. Einen kleinen Vorfall gab's, Digga. Es war immer alles gut reden. Nee, ich talk's überhaupt nicht gut. Ich red's gar nicht gut. Ich will halt nur ein bisschen differenzieren. Wisst ihr, was ich meine so? Ich hab halt keinen Plan, das sind Freunde oder was. Ja, das weiß ich halt nicht. Wenn das Freunde und Kollegen sind, dann können die ja über sich Jokes machen. Wenn das aber jetzt tatsächlich Erzfeinde sind, Digga, und halt Stress haben, wisst ihr, was ich meine? Dann ist das vollkommen nicht in Ordnung so. Dann ist er halt wieder der sich widersprechende Spaß gewesen, ganz klar. Hast du Beef mit Monte? Wenn es so weitergeht, ja, der schuldet mir noch meine Pokémon-Karten. Eine DM, die ich bekommen habe, Leute, auf Instagram, die er auch scheinbar in seine Story gepostet hatte. Ich bin selber ein bisschen verwirrt gewesen, okay? Pass auf. Ich zeig's euch ganz kurz, okay? Ich habe gestern Abend eine Nachricht bekommen von Simex YouTube. Er hat mein Video gesehen. Er hat mir gestern diese Nachricht geschrieben, wo drin steht, wollte schon immer mal sagen, dass du so ein fetter Sohn bist. Aber geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf... Ja, das haben wir schon alles gesagt. Lost. Also wirklich komplett schwachsinnig. Mutter. 30 Jahre alt, könntest Familienvater sein, aber hast nichts Besseres zu tun, als auf jedes meiner Videos zu reagieren und deine gestellte, unwichtige Knechtmeinung abzugeben. Du siehst aus wie mein Schwanz mit deinem gefärbten Justin Bieber / Adolf Schnitt. Selten so ein Knecht wie dich gesehen. On God, du kannst meine Eier lecken. Hört auf, Leute irgendwie fertig zu machen. Ja, Digga, das habe ich auch nochmal. Haben wir auch drüber geredet, ne? Gehst mir von allen YouTubern am meisten auf die Eier. Bro, wir haben ja danach noch gesprochen. Wir haben es ja gestern alles noch geklärt im Video. Ich will ja keinen Hate irgendwie verbreiten und so und gebe jedem immer eine zweite Chance und nehme das ja auch alles mit Humor, so, ich bin da nicht persönlich gefrontet. Digga, dieser geht mir von allen YouTubern meistens auf den Sack, habe ich ja auch schon gesagt, Bro, den Hype, den du gerade hast, den hast du unter anderem diesen Streams hier zu verdanken, dass wir auf dich reagieren, ne? Eigentlich war damit das Video beendet, jedoch kam heute für euch gestern das Video, Tauben greifen mich an, in Spanien. Okay, was ist da passiert? Spanien. Vorab natürlich wird er nicht von Tauben angegriffen, er füttert sie nur, was man auch nicht machen sollte, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber guck mal, wenn das jetzt irgendwer anders in den Titel geschrieben hätte, wäre das Geheule nicht so groß, wisst ihr, was ich meine? Imex sagt in dem Video folgendes. Und jetzt einfach das erste Mal Platz 1 in den Trends und dann noch mit ihr zusammen, dann noch so ein schönes Video, was mir für immer in Erinnerung bleiben. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich halt, dass sie gar nicht Platz 1 in den Trends waren. Safe, Digga. Oh nein, Bro, du Knecht. Auch wenn es ein paar Stellen gab, wo viele sich drüber beschweren. Oh, ja, nein. Im Endeffekt habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Ellie hat auch schon zu mir gesagt, ey, schneid die Stellen nicht rein, wo du andere Leute bzw. den Bus mit Taros Code bewirfst. Ja, du hast bestimmt den Bus abgeworfen und nicht den Fahrradfahrer. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Missachtung der Maskenpflicht. Aber es juckt mich nicht. Ich weiß normalerweise, wie man sich zu benehmen hat,
Tut mir wirklich leid, wird nie wieder vorkommen. Hier auch mal was Positives. Er entschuldigt sich wenigstens und man merkt in dem Video, dass er sich bessern möchte. Ja. Trotzdem danke an die 4000 neuen Leute, die diesen Kanal abonniert haben. Und danke für fast 25.000 Likes. Wait a minute. Auf jeden Fall, morgen kommt die Haustour, wenn dieses Video 25.000 Likes bekommt. Wo bleibt denn das Video? Ach, übrigens, die Bewertungen sind jetzt aus. Die Haustour tut sich ein bisschen verschieben, weil wir wollen alles erstmal einrichten. Das fällt dir jetzt erst auf? Wir brechen aber jetzt keine Gesetze mehr. A few moments later. Auf der Straße so, Maskenpflicht. Muss dann in Barcelona Steuern zahlen, ja. Ja, der Hundestrand und sowas, ja, ja. Das ist das Ding, da kommt er nicht mehr raus. Alle Leute finden ihn halt scheiße, zum Großteil. Und alles, was er sich, Digga, erlaubt, wird natürlich doppelt und dreifach halt gegengecheckt und da wird natürlich nach Fehlern gezielt gesucht. Wir brechen aber jetzt keine Gesetze mehr. Wieder mal kein Konzept. Ist das ein Gesetzesbruch, wenn man mit dem Hund an den Strand geht? Ich weiß es nicht, Digga.